Hallo Leute, der Soreau hier. Willkommen, die nächste Folge Subnautica. Schön, dass du wieder mit dabei bist und das erste Mal dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich über ein Like. Gerne auch einen Kommentar, wenn du irgendwelche Tipps hast, Hinweise oder ich irgendwas übersehen habe. So wie das da vor mir zum Beispiel. Aber dazu kommen wir gleich. Und ja, ansonsten, wenn du mich unterstützen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Das hilft mir, dass mein Kanal wächst und du verpasst keine Folgen. So, jetzt aber lange genug der Vorrede. Ich war ja letztens da drüben in der Nähe dieses, wie habe ich es genannt, großer Unterwasserbaum, ja, dieses pilzartigen Dings und bin zurück, weil ich auch keine Nahrung mehr hatte und vom Wasser nicht allzu viel und fliege so und auf einmal, also was heißt fliege unter Wasser, ja, und auf einmal sehe ich hier so ein Riesen, auch ein Riesenstück der Aurora, Riesenwrack und denke so, hä? Ja, hier drüben ist die Höhle, ja, da ist die Höhle Kapsel 17, das ist gleich da drüben, hier war ich quasi schon vor ein paar Folgen, hier bin ich zigmal lang gekommen, aber dieses Ding hier, das habe ich nie gesehen, ja. Völlig krass. Doch auch ein etwas größeres Wrackstück. Dann gucken wir mal rein. Das machen wir heute. Und wir schauen uns heute mal an, was hier alles mal so baumäßig jetzt möglich ist. Ich habe dermaßen viel Zeug anscheinend mitgebracht. Zum Beispiel mir und Modifizierungsstation. Ja, die Tiefenmodule. Die kann ich überhaupt erstmal machen. Fahrzeugerweiterung. Ja, kann ich machen. Jede Menge. Ich kann die Scannerraum-Sachen konnte ich vorher schon machen. Hier fehlen mir noch Sachen. Aber ich kann machen, wenn ich es jetzt finde, Fahrzeugerweiterungskonsole. Ja, das heißt, ich weiß nicht, als ich da drüben war, in der Nähe dieses Unterwasserbaums und da dieses eine Schrottteil durchwühlt habe, da muss ich dermaßen viele Sachen gefunden haben. Das hat dann dermaßen viel freigeschaltet. Das war echt der Hammer. Echt krass. So, bump. So, und dann gucken wir uns hier mal um, was wir hier denn so alles finden. Wir fangen mal so. Du alles wie du. So, ist hier irgendwas, was ich scannen kann und was sich lohnt? Ja, gucken wir mal. Das ist Metallschrott. Nö. Vielleicht war ich hier auch schon mal und kann mich nur nicht dran erinnern, aber... Also an das Ding kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ja, wenn ich hier schon mal gewesen bin, dann habe ich das irgendwie völlig übersehen. Keine Ahnung. Da ist die andere Rettungskapsel. Da ist der, das dürfte der Plasmaschneider sein da. Dann gucken wir mal. Hier geht's. Gucken wir uns mal um. Seemottenfragment. Okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Nehmen wir mal mit. Und dann schauen wir mal, wo wir hier reinkommen. Hier nicht. Ich will mal nicht die Seemotte ganz hier drüben. Boink. Wogegen geknallt. Erstmal gucken wir uns hier nochmal um. Hier gibt es noch Sachen. Wobei, doch, hier war ich auch schon mal. Echt, war ich hier sogar schon mal. Hab das nur nicht so wahrgenommen, weil das sieht so aus, als ob da mal was drin sein hätte sein können. Und hat auf jeden Fall den Schneider noch nicht. Das heißt, wenn es da irgendwo reingeht, kam ich noch nicht rein. Ah, kommt mir überhaupt völlig unbekannt vor, das Ding. Schrott. Okay. Hallo? Ich habe noch meine Seemotte gesehen. Hä? Da oben. Wo ist denn meine Seemotte hin? Völlig verwirrt.
die schon wieder irgendwo reingebackt? Ich habe sie doch nirgendwo geparkt. Kommt man da rein? Ne, da ist zu. Dann kommt man offensichtlich nur... Irgendwo war doch was. Da. Komm ich hier rein? Nee. Nee. Komisch. Verstehe ich nicht. Jetzt gedacht, dass ich hier reinkomme. Dass es hier irgendwie was gibt. Also weil so ein großes Ding und da kommt man nicht rein, das macht doch keinen Sinn. Okay. Verstehe es gerade nicht. Ich krieg die Tür aber da nicht auf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwie reingeht. Ich bin verwirrt. Ach hier! Da geht's rein. Kommunikator. Oder war ich hier doch schon mal drin? Also guck mal, hier ist auf jeden Fall noch ein PDA. Den kann man mitnehmen. Hier geht's nicht weiter. Wir sind bei 69 Meter, also relativ entspannt. Scannen wir mal, auch wenn wir es glaube ich schon haben. Ja, doch, Batterieladestation. Fragment haben wir schon. Irgendwie fühle ich mich gerade schief. Noch eins. Nehmen wir auch mit. Aber irgendwie ist das gefühlt hier. Also ich hätte jetzt hier mehr erwartet. Was reparieren oder so? Ich will nicht zu nah rangehen. Das ist nochmal Batterie. Okay. Sekunde mal kurz. D-Motte. Jupp. Also, irgendwie halt, denke ich fast, man kommt da rum, würde ich sogar erwarten. Aber ich bin nicht rumgekommen. Also, ich bin nicht mal annähernd rumgekommen. Komisch. Ja, also es fühlt sich so an, als ob das hier viel weiter gehen müsste. Hier runter. Jetzt komme ich ja quasi nur hier hinten hin. In die Richtung komme ich ja gar nicht. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob da noch... Da müsste noch viel mehr sein. Vom Gefühl her. Na, aber da ist auch nichts. Nee, irgendwie. Sorry, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden, weil ich war ja wirklich da rein und so da hinten. Ich war ja quasi nur bis hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze Teil, dass es da nichts gibt. Mann, oh Mann, oh Mann, hat der Wanderungsprobleme oder was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nichts gibt, wo man hier nicht reinkommt. Ehrlich gesagt. Boink. So, hier, das sieht auch so aus wie... Hier kann man lang. Komm nur nicht rein.
Ist ja gut. Entspann dich. Also wirklich nur diesen kleinen Teil hier habe ich. Alles andere wäre sehr merkwürdig. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Nein, lass mich nicht rein. Nichts gefunden, wo ich irgendwo was reparieren kann oder so. Dass dann vielleicht noch irgendeine Tür aufgeht. Ganz komisch. Also, es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich hier irgendwas komplett übersehe. Nee, da kommt man auch nicht rein. Falls, weiß ich aber nicht wo. Und was? Und wie? Ja, hier gucke ich so ein bisschen, aber weiter geht's auch nicht. Also, wenn ihr eine Ahnung habt, ich irgendwas übersehen habe, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich komme zwar hier irgendwie rein, aber geht's auch nicht weiter. Also es geht nicht rein. Das ist so ein Riesending und dann nur so ein kleiner Raum. Das ist ganz komisch. Okay. Wie auch immer, es scheint so zu sein, wie es so zu sein scheint, quasi. Wir gehen jetzt mal zurück. Nee, warte mal. Dahin will ich. Zur Hauptbasis. Und dann schauen wir nämlich mal uns mal die Erweiterung an, die wir jetzt machen können. Was da vielleicht so möglich ist. Hier ist auch noch was. War ich hier schon drin? Geht's da rein? War ich da schon drin? Ja, da ist ein Loch drin. Da war ich schon drin. So. Dauert jetzt einen kurzen Moment. Auf jeden Fall noch höher. Und was sieht man da schon durch? Ach, das ist meine Basis tatsächlich. Das ist der Moonpool. Ja, die Tauchbasis. Den Roboter. Also, dass ich da eine Lampe drauf gemacht habe, ja, das sieht man tatsächlich irgendwie, wenn man direkt davor steht. Die Lampe bringt irgendwie gar nichts. Jupp. Und rein da. So. Und dann gucken wir uns jetzt mal um. Erstmal trinke ich einen Schluck. Und dann gucken wir mal, was wir hier bauen können. Nicht das Reparaturwerkzeug, das Konstruktionswerkzeug. So. Wir können bauen Flutlicht. Okay, egal. Wir können die Fahrzeugerweiterungskonsole hoffentlich bauen. Computerchip und Kupferdraht. Was haben wir hier? Eine Energiezellen-Ladestation. Das ist auch cool. Bank. Einfache Entspannungssache. Okay, also erstmal machen wir jetzt die, was ist denn, Fahrzeug, aber ein Computerchip und kurz Kupferdraht brauchen wir. Ja, so. Mal gucken, was wir da so finden. Computerchip und Kupferdraht. Kupferdraht ist, glaube ich, zweimal Kupfer, oder? So. Computerchip. Nein, das war er nicht. Computerchip. Gold, Kupferdraht. Kupferdraht ist zweimal Kupfer, ja. Also brauchen wir nochmal zweimal Kupfer, Gold und zwei Tischkorallenproben. Gold haben wir jede Menge. Tischkorallenproben habe ich gerade jede Menge nicht. Halt. Nicht verwirrt durch die Gegend rennen. Wir machen erstmal die zwei Kupferdraht. Und dann Tischkorallenproben sollten wir relativ einfach kriegen.
Können wir uns vielleicht auch gleich noch irgendeinen Fisch mitnehmen? Ne, das sind Röhrenkorallen. Okay, dann nehmen wir Röhrenkorallenproben auch mit. Tischkoralle. Irgendwo gab es doch hier auch. Ja, das sind Tischkorallen, oder? Ne, das sind Scheibenkorallen. Das sind Tischkorallen. So. Noch Platz, ja. Hä, hey, wo waren die anderen jetzt? Da ist er. Und ich noch. So. Dümp. Einsteigen. So, dann machen wir nämlich gleich noch was zu essen. Noch mal eine Flasche Wasser und wir machen den Computerchip. Wasser, auch wenn das nicht das Optimale ist, aber es ist besser als erstmal gar nichts zu haben. Und braten uns einmal Fisch. Ja, so. Das gefilterte Wasser. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wo man die bauen kann, diese die Fahrzeugstationsding. Ich vermute mal, wenn man die bauen will, baut man die irgendwo hier. Ah, hier. Kann ich sie bauen? Kann ich sie auch hier vorne bauen? Ne, ich kann sie offensichtlich nur an der Seite bauen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Schupp! Ui! Seemotor angedockt, voll aufgeladen. Drei Universalmodule Rumpfpanzerung? Ja, das wäre ja gar nicht schlecht. Da. Oh, 4 Diamanten, ist ja teuer. Kleiner Frachtraum. Das Tiefenmodul. Titanbahn und zweimal Glas. Das brauche ich auf jeden Fall. Polyanilin. Noch nie gehört. Aerogel habe ich auch noch nie gehört. Seemuttensonar. Das wäre auch nicht schlecht. Kupferdraht, zweimal Magnetit. Krebs habe ich nicht. Torpedos. Okay. Also, warte nochmal. Wir brauchen Titanbahn und zweimal Glas. So. Jetzt müssen wir einmal durch die Basis laufen. Jetzt zeigt sich, dass ich nicht so viel Ahnung von Basisbau hätte. Sonst hätte ich vermutlich das Ganze nicht hierher gepackt. Warte mal, haben wir einen Titan? Nein, haben wir nicht. Und 8, 9, 10. Das ist 10, glaube ich, oder? Glas? Haben wir auch nicht. Und Glas ist zweimal Quarz. Und wir brauchen... Wie war das nochmal? Team und Team Titan. Zweimal Glas, genau. Jede Menge Titan. Ich muss dann mal wieder Titan, glaube ich, sammeln. Glas. Das ist so das, was ich hier in letzter Zeit eher nicht gesammelt habe. Sonst nicht absichtlich. Ja, das rächt sich jetzt ein bisschen, weil jetzt habe ich tatsächlich relativ wenig davon. Jetzt will ich aber glatt nochmal gucken. Wir hatten ja noch... Konnte man noch nichts machen, oder? Nee. Gab es noch nichts weiter. So, das ist in das Tiefenmodul 2. Plaststahlbahn und Magnetit und emailliertes Glas. Okay. Die Energiezellenladestation. Zweimal Rubin, zweimal Titan und ein erweiterter Kabelsatz. Was ist denn der erweiterte Kabelsatz? Kabelsatz Gold, Computerchip. Okay, das könnte eigentlich sogar gehen, aber. Wir machen erstmal hier
diese eine Erweiterung und dann können wir mit der Seemotte nämlich tiefer tauchen. So zumindest denke ich das. Was kann ich denn hier machen? Oh, ich kann dem einen Namen geben. Motte. Die Soreo-Motte. Jetzt kann ich jetzt hier... Ich kann die Farbe ändern. Ist ja cool. Oh, krass. Innen wird ein schönes Blau. Mal gucken. Nicht so lila. Ich will tatsächlich ja blau haben. Streifen. Zu dunkel jetzt. Und der Rumpf wird dann, mal gucken. Fertig. Nee, der Streifen sieht ja fast lila aus. Das, nee, wartet mal kurz. Streifen, nicht lila. Gucken, dass wir sehen. Streifen soll eigentlich wirklich ein klassisches, so ein Rot sein. Fertig. Ja, zumindest ist sie gelb. Das sieht jetzt fast von hier aus fast aus wie kackbraun, der Streifen. Das ist ja, mach mal nicht. Streifen. Und irgendwie ins Orange gehen. Das ist. Irgendwie wirkt das nicht so. Grün. Schwarz. Oder ja, den Streifen weiß. Ja, der Streifen hat irgendwie so ein... Der ist... Jetzt ist der Streifen weiß und das hier eigentlich grau. Ah, okay. Schauen wir mal. So. Fabricator, das Tiefenmodul. So. Und das können wir jetzt auf der anderen Seite, glaube ich, hier einbauen. Oder? So, jetzt kann ich das hier reinpflanzen. Nee, das geht nicht. Ach so. So, und jetzt kann ich... Batterie voll geladen. Also wir können auf jeden Fall erstmal das reparieren. Und haben damit eine Seemotte, die jetzt deutlich tiefer tauchen kann. Und das werden wir ausprobieren. Ich werde mal im Off noch, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten, im Off noch diese Ladestation machen für diese Energiekapseln. Die brauche ich zwar aktuell noch nicht, aber machen können wir sie ja trotzdem. Wir brauchen dafür, was war das? Ein erweiterter Kabelsatz. Also dreimal Gold, zweimal Kupfer und die Tischkorallenproben habe ich glücklicherweise noch. Dann machen wir das schnell. Dreimal Gold, zweimal Kupfer. Einfach. Dann muss ich mal wieder sammeln gehen. Und ich muss mir noch was zu essen machen. So. Kupferdraht. Computerchip. Gut. Nee. Doch, Computerchip habe ich. Zweimal Silber habe ich vergessen. Ha. Hier auch rennen. Den Kabelsatz und dann den erweiterten Kabelsatz. So. Wunderbar. Dann können wir erstmal uns kurz den Fisch hier rein jagen. Und dann machen wir mit dem Konstruktionswerkzeug noch das Energiezellenlademodul. Ui, das ist ja massiv hier. Rubin.
Rubin und Titan. Habe ich ganz vergessen. Rubin, zwei Rubin. Und zwei Titan waren es, glaube ich. Und dringend mal Titan holen hier. Ne. Konstruieren. So. Ich habe zwar momentan keine, die ich laden muss, aber wird, glaube ich, nicht schaden, wenn ich sie dann mal laden muss. Ist sie mit? Ne, da habe ich sie. Ladezustand 100. Okay, gut. Das war das jetzt erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da wir jetzt tiefer gehen können, werde ich in dieser Höhle gehen, glaube ich. Und dann schauen wir uns da mal um. Also wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn nichts dazwischen kommt, da. Bis dann.